Hallo zu Rosant, herzlich willkommen heute zur Sendung. Einen Gruß aus dem Winter haben wir heute zu Beginn. Ganz ungewöhnliche Bilder sind das. Schauen Sie mal, Autos in Eis. Ja, so bizarr und schön kann der Schnee aussehen. Wer jetzt allerdings noch Urlaub macht im Schnee und dort wieder raus muss, der hat unter Umständen jetzt aktuell ein Problem. In Teilen der Schweiz, in den französischen Alpen, das ist ein Bild von dort, und in den italienischen Wintersportgebieten schneit es nämlich wie verrückt. Dann geht es heute um einen spektakulären Prozess und dafür gehen wir jetzt in die Tiefen des Internets. Es ist interessant, wenn man mal bei Google die Frage eingibt, was ist das Darknet? Da kommt nämlich gleich ein Artikel, in dem steht, das sei ein anonymer Bereich im Internet, in dem sich Drogenhändler tummeln. Dabei startete das Darknet mal als gut gemeinte Idee. Die Betreiber wollten nämlich einen Bereich schaffen, in dem sich Menschen austauschen können, die politisch verfolgt werden. Inzwischen finden sich dort aber auch Kriminelle wieder. Und wie verrückt das abläuft, diese Parallelwelt, in der da Geschäfte gemacht werden, offenbart jetzt ein spannender Prozess, und zwar hier in Deutschland. Und das hier ist der große Aufreger für viele heute. H&M hat deshalb Riesenärger und muss sich Rassismusvorwürfe anhören. Es geht um den grünen Pullover, den Sie da sehen auf dem Bild, mit der Aufschrift „Der coolste Affe im Dschungel“, so ungefähr übersetzt, der auf dem Werbefoto getragen wird von einem schwarzen Jungen, sehen Sie ja. Gut, da hätte man einmal durchatmen können, nachdenken und vielleicht ein anderes Bild nehmen. Wurde aber nicht gemacht. Und das hat viele sehr geärgert und empört. Und deshalb gibt es jetzt auch eine echte, ernste Debatte. Zu viel der Aufregung oder genau richtig? Das wäre wünschenswert. Wir reden über etwas, an dem man gerade gar nicht vorbeikommt. Wenn man den Titeln der aktuellen Zeitschriften so Glauben schenkt, ich habe hier ein paar, dann ist der Januar vor allem für eines da, nämlich schlank und fit und sportlich zu werden. Und das bitte schön ganz schnell und effektiv. Was steht hier? Richtig schlank. Ja, natürlich mit der richtigen Bewegung. Gesundes Neues, bewegen und gut essen. Was haben wir hier noch? Intelligent abnehmen mit Genuss und weniger Verzicht. Klingt ja super. Und für dieses große Fit, stark und gesund sein, stecken sich immer mehr, aber eben auch Hobbysportler schon ganz besonders hohe Ziele. Und nicht wenige helfen da inzwischen auch mal so ein bisschen nach, also dem Körper. Das geht meist ganz langsam los, harmlos klingend, mit Produkten zum Beispiel, die sich Fettburner nennen. Die versprechen dann einfach mehr Power, weniger Heißhunger. Fast wie so eine Wundertüte. Aber ob das wirklich funktioniert? Fit, ohne Stress und Nebenwirkungen, geht das? Also, Wunder sind dann doch eher weniger beim Sport und auch eben nicht beim Abnehmen zu erwarten. Wir machen weiter mit Nachrichten. Die Mafia verbindet man noch immer seltener mit Deutschland als mit Italien. Und doch ist auch der Polizei hier und in Italien jetzt ein großer Schlag gegen die Mafia gelungen. Dazu jetzt mehr. Die können ganz schön kneifen. Warum Prinz Harry heute mal wieder alle Blicke auf sich gezogen hat und welche kleine Prinzessin uns heute verzückt hat, all das jetzt in Rosant Prominent. Ja, da sind sie endlich mal wieder aufgetaucht. Nach dem großen Wirbel um die Verlobung von Prinz Harry und Meghan war es ja doch ein bisschen ruhiger um die beiden. Die mussten womöglich all das auch erst mal verdauen. Aber heute Nachmittag sind sie wieder aufgetaucht. Und morgen hören wir dann mehr von diesem Besuch. Aber es gab noch eine andere, auf die alle diese Woche schauen. Da sehen wir sie schon. Die ist noch eine ganze Ecke jünger, aber schon in ihrem roten Mäntelchen der große Star, Prinzessin Charlotte. Ja, auch für eine kleine Prinzessin beginnt irgendwann mal, es ist soweit, der Ernst des Lebens. Hier läuft die zweijährige Charlotte, die Tochter von Kate und William, im Mäntelchen und Halbschuhen, nämlich zu ihrem ersten Kindergartentag. Man kann vermuten, dass sie sich darauf schon freut. Schließlich hat sie einen großen Bruder und der darf ja sogar schon in die Schule. Und da kann es ihr vermutlich gar nicht schnell genug gehen mit dem Größerwerden. Mama Kate hat dieses Foto übrigens selber geknipst und auch das hier. Da lächelt sie ja so süß. Und das tut sie aus gutem Grund. Hören wir jetzt auch gleich warum. Na, unbedingt gab es sogar noch ein Tänzchen. Ja, hätten Sie die hier wiedererkannt? Das ist nicht Lady Gaga, das ist Penelope Cruz als Donatella Versace. Und wegen dieser Rolle ist die Versace-Familie ganz schön sauer. Ja, das sind die aus dieser großen Modefamilie. Über die ist nämlich eine Serie gedreht worden für das US-Fernsehen. Und da könnte man ja sagen, super. Andere träumen von sowas. Und dann wird Donatella auch noch von Penelope Cruz gespielt. Aber nein. Die ganze Familie ist gegen diese Serie und würde sie am liebsten auch noch stoppen. Zündstoff. Und wir erinnern uns, in dieser Familie gab es schon so manchen Schlag zu verarbeiten, besonders damals um den Tod von Gianni Versace.
reden wir über das neue Jahr mit diesen beiden. Es ist 2018, das Jahr ist noch jung, frisch und unverbraucht. Da kann man doch noch Pläne schmieden. Welche hat denn zum Beispiel Schauspielerin Bettina Zimmermann, haben wir sie gefragt. Und das hat bei ihr ganz viel mit Patchwork-Leben zu tun und den kleinen Feinheiten und Gemeinheiten des Zusammenlebens. Von wegen, Frauen und Männer passen immer in allen Dingen so gut zusammen. Manchmal ist es auch kompliziert, gerade bei den kleinen Dingen, Zahnpasta zum Beispiel und so weiter. Bettina Zimmermann, jetzt. Dann freuen wir uns doch auf mehr von ihr in 2018. Wenn Sie das nächste Mal ganz entspannt Zug fahren, denken Sie womöglich demnächst an Liam Neeson und seinen neuen Film. Warum Sie das tun, der spielt in einem Zug, dieser Film. Und es ist eine packende Gänsehautgeschichte, werden Sie gleich mehr hören. Spannend und tragisch zugleich. So ein bisschen so wie das echte Leben von Liam Neeson. Womöglich spielt er auch deshalb mit so viel Herz und so viel Leidenschaft, dass man trotz so einer typischen Action-Story absolut gefesselt ist. Wer macht heute noch von sich reden? Schauspieler Erol Sander. Der hat ein Jahr hinter sich, das er vermutlich eher gern streichen würde aus dem Gedächtnis. Es gab Schlagzeilen um seine Ehe, dann um angeblichen Besitz von Drogen. All das hat er immer bestritten. Nun scheint zumindest in einer Sache die Wogen erst einmal geglättet. Ja, und jetzt gib mir 5. Schweini, wir hätten da was für dich. Natürlich wissen wir, dass Bastian Schweinsteiger, unser Weltmeister von 2014, privat gerade alles hat, was ihn so richtig glücklich macht. Aber vielleicht wäre ja ein neuer Job interessant für 2018, jetzt da er gerade vereinslos ist. Wir hätten da ein Angebot, das man eigentlich fast gar nicht ausschlagen kann. Mit Tennisplatz für Ehefrau Anna nebenan und sogar einem Kita-Platz fürs Baby, das bald kommen soll. Schweini, komm zurück. Ist allerdings gut. Kröten muss man eben manchmal schlucken. Ein Achtligist in Sachsen-Anhalt. Aber die haben es richtig hübsch da. Ja, ehrenwertes Angebot. Wer weiß, vielleicht stellt Schweini schon die Kisten kalt. Wir sagen Bescheid, wenn es da Rückmeldung gibt und er vielleicht dann doch wieder zurückzieht. Neues gibt es auch, und zwar von Schauspieler Matt Damon. Der spielt in einem Film mit einer wirklich ganz interessanten Idee. Wäre es nicht eine Lösung von vielen Problemen, wir wären einfach alle kleiner. Gucken Sie mal, so richtig klein. Ja, dass eine Flasche Wasser oder so eine Blume für ganz viele Menschen reicht. Ja, können viele Menschen mit glücklich werden. Wenn man da erstmal drüber nachdenkt, was da alles möglich wäre. Man könnte ja so viel verändern. Was da alles drin ist, besprechen wir morgen, und zwar mit Matt Damon. Ein Teaser auf morgen. Ich hoffe, Sie freuen sich drauf und schalten ein. 17:15 Uhr sind wir da. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, tschüss.